Angenommen, ein Kunde sagt, mein Motor gibt beim Beschleunigen so komische Geräusche von sich. Naja, wenn er Fachmann wäre, hätte er gesagt, mein Motor klingelt. Oder ein anderer Kunde beanstandet, dass sein Auto nicht auf Höchstgeschwindigkeit kommt. Welche Ursachen könnten diese Beanstandungen haben? Sie werden mit Recht sagen, eine Menge. Wie viele mögliche Ursachen es für Motorklingeln oder schlechte Leistung gibt, beweist schon ein Blick in die Fehlersuchprogramme. Allerdings sind wir sicher, dass zwei mögliche Fehlerursachen von Ihnen auf Anhieb genannt wurden. Entweder liegt es an der Kraftstoffanlage oder an der Zündung. Wir wollen uns mit der Zündung beschäftigen. Genauer gesagt, mit der Zündzeitpunkteinstellung. Nebenbei bemerkt, diese Fehlersuchprogramme können Sie bestellen. Wie Sie wissen, erfolgt die Verstellung des Zündzeitpunktes entweder durch Fliehkraft oder durch Unterdruck. Im Fall des Motorklingelns könnte beides in Frage kommen. Wir wollen uns zunächst mit der Zündverstellung durch Fliehkraft beschäftigen. Wie können wir feststellen, ob die Fliehkraftverstellung exakt arbeitet? Richtig, dazu brauchen wir wieder das Drehzahlmessgerät, die Zündlichtpistole mit Verstellwinkelmessgerät und selbstverständlich die richtigen Messwerte. Die richtigen Messwerte finden Sie, genau wie den Wert für den Zündzeitpunkt, in Reparaturleitfaden. Hier sind für jede notwendige Messung zwei Werte angegeben. Die Prüfdrehzahl und der Verstellwinkel. Wie die Messgeräte angeschlossen werden, wissen Sie bereits. Wie man den Verstellwinkel prüft, wollen wir Ihnen jetzt zeigen. Zuerst den Unterdruckschlauch von der Unterdruckdose abziehen. Wenn Sie das vergessen, messen Sie nicht nur die Fliehkraftverstellung, sondern auch schon einen Teil der Unterdruckverstellung mit. Dann den Motor starten und auf Prüfdrehzahl bringen. Beim Anblitzen der Zündzeitpunktmarkierung werden Sie feststellen, dass diese sich nicht mehr mit der Bezugskante deckt. Drehen Sie nun das Stellrad der Zündlichtpistole so weit, bis sich die beiden Markierungen wieder decken, so wie hier. Dann können Sie auf der Skala den Verstellwinkel direkt ablesen. Haben Sie dazu noch Fragen? Dann stellen Sie sie jetzt. Anschließend wollen wir uns mit dem Prüfen der Unterdruckverstellung beschäftigen. Prüfen der Unterdruckverstellung. So geht es natürlich nicht. Damit kann er höchstens beweisen, dass er auch in der Lage ist, Unterdruck zu erzeugen. Ob das der Motor aber auch kann und ob dabei wirklich der Verstellwinkel zustande kommt, das kann er dabei nicht feststellen. Dazu braucht man ein Unterdruckmessgerät. Und so wird das Gerät angeschlossen. Der Schlauch vom Anschluss A führt zur Unterdruckdose. Der zweite Schlauch, B, wird an den Vergaser angeschlossen. Wichtig ist, dass die beiden Anschlüsse nicht verwechselt werden, denn sonst zeigt das Gerät nicht richtig an. Betrachten wir das Gerät einmal etwas genauer. Auf dem oberen Manometer werden Werte bis 100, auf dem unteren Werte über 100 mm Hg angezeigt. Millimeter Hg ist die Kurzform von Millimeter Quecksilbersäule. Auf neueren Geräten werden diese Werte im Millibar angezeigt. Damit wir nicht wissenschaftlich genau sein müssen, sprechen wir der Einfachheit halber im Portemonnaie von Millimeter Unterdruck. Mit dem Portemonnaie werden zum Prüfen die einzelnen Verbindungen hergestellt. Der Druck betätigt ein Rettungsventil. Vergleichen Sie doch mal das Gerät, das Sie in Ihrer Werkstatt benutzen, mit dem, was wir hier zeigen. So viel zum äußeren Aufbau des Gerätes. Wie es angeschlossen wird, wissen wir bereits. Wenn der Motor läuft, müssen bei dieser Schalterstellung die Manometer Unterdruck anzeigen. Ist das nicht der Fall, ist die Leitung vom Vergaser zum Unterdruckmessgerät verstopft oder undicht. Nun wird der Umschalthahn auf AB gestellt und die Motordrehzahl so weit erhöht, bis ein Unterdruck von 100 mm erreicht ist. Dann den Schalter in Stellung A bringen und den Motor abstellen. In dieser Schalterstellung muss der Unterdruck mindestens eine Minute unverändert bleiben. Wenn das der Fall ist, wissen wir, dass auch die Unterdruckdose dicht ist. Nach der Dichtigkeitsprüfung kommen wir nun zum Prüfen des Verstellwinkels. Umschalthahn auf AB stellen, Motor starten und Drehzahl erhöhen, bis der angezeigte Unterdruck über dem höchsten Prüfdruck liegt. Die Prüfwerte für die Unterdruckverstellung finden Sie selbstverständlich im Leitfaden. Ist der erforderliche Unterdruck erreicht, Umschalthahn wieder auf A stellen und Motor mit Leerlaufdrehzahl weiterlaufen lassen. Nun können Sie mit dem Regelventil, das ist der Drehknopf, den Unterdruck auf den erforderlichen Prüfdruck absenken. Jetzt wird mit der Zündlichtpistole die Kerbe auf der Keilriemenscheibe angeblitzt und mit dem Stellrad so weit zurückgeholt, bis sich die Markierungen decken. Der Verstellwinkel kann nun auf der Skala abgelesen werden. An
Anschließend wird mit dem Regelventil so weit belüftet, bis die angeblitzte Kerbe nicht mehr weiter auswandert. Der jetzt angezeigte Unterdruckwert kennzeichnet den Verstellbeginn. Das war's auch schon, was zur Verstellwinkelprüfung zu sagen ist. Und das war's auch schon zum ganzen Thema Prüfen und Einstellen der Zündanlage. Nachdem Sie so viele Details gelernt oder aufgefrischt haben, können wir sicherlich auf eine umfangreiche Zusammenfassung verzichten. Uns kam es darauf an, Sie darüber zu informieren, was man zum Prüfen und Einstellen der Zündanlage wissen muss, wo und wie man die richtigen Prüf- und Einstellwerte findet, welche Geräte man verwenden muss und wie man mit ihnen umgeht. Erinnern wir uns noch einmal an den Anfang. Zunächst wollten wir ja auch nicht glauben, dass es notwendig ist, eine Betriebsschulung über die Zündung zu entwickeln. Aber jetzt wissen wir, wie viele Details zu beachten sind, um Fehler bei der Zündeinstellung zu vermeiden. Häufig nur geringfügige Fehler, die aber langfristig gesehen schwerwiegende Folgen haben können. Obwohl, oder besser gerade weil, das Arbeiten an der Zündanlage zur täglichen Routine gehört, müssen wir bei diesen Arbeiten besonders aufmerksam sein. Sie wissen doch, der Teufel steckt im Detail.